Auf dem Fondskongress hier in Mannheim spielen Boutiquefonds eine immer größere Rolle. Das habe unter anderem mit dem enormen Wachstum von ETFs zu tun und dem herausfordernden Umfeld. Das sagen meine nächsten beiden Gäste hier am Stand der Hansa Invest, außen Lars Fieten und in der Mitte Christoph Grote von der Düsseldorfer Amaurus Gruppe. Schön, dass Sie da sind, meine Herren. Herr Grote, warum ist es so wichtig geworden, bei der Portfoliokonstruktion auch Ideen aus dem Bereich der Boutiquefonds mit aufzunehmen? Also wir haben ja mehrere Umfeldbedingungen. Auf der einen Seite nimmt natürlich dieser Trend zu ETF-Integration in Portfolien immer mehr zu. Das ist kein Geheimnis. Wir haben herausfordernde Bedingungen im politischen Bereich. Und gerade Portfoliomanager, Entscheider, die für ihre Kunden echte Strukturbeiträge haben wollen, stehen natürlich vor der Aufgabe, eben Werte oder Fonds rauszupicken, die ein echtes Profil im Portfolio darstellen. Und wir wollen natürlich jetzt auch gerade in der Phase, wo die glorreichen Sieben sich auch überall eingeschlichen haben, über die Indizes in Fonds, in Mischfondskonzepte, vermögensverwaltende Konzepte, wollen wir alle, also die Anbieter aus dem Boutiquefondsbereich, natürlich umso mehr noch dafür werben, eben die individuellen Dinge zu nehmen, weg vom Mainstream, individuelle Fondslösungen in die Fonds, in die Portfolios der Kunden zu integrieren und damit sich dann auch von den Ranglisten zu entfernen und wirklich echte, ja, Service-Mehrwerte zu bieten als Vermögensverwalter. Herr Fieten, Sie stellen hier ein bisschen was Neues vor auf dem Fondskongress in Mannheim, und zwar den Falcon Green Dividends. Das ist ein Boutiquen-Aktienfonds, mit dem Sie bisher eigentlich nur, sage ich mal, unterm Radar unterwegs waren. Und da haben Sie gesagt, ich muss zitieren, Geheimtipp in der Schmuckschatulle. Erzählen Sie uns mehr über diesen Geheimtipp. Genau, der Falcon Green Dividend Invest ist ein global breit anlegender Aktienfonds, der insbesondere Dividenden fokussiert. Dementsprechend haben wir auch damals den Namen so gewählt, Falcon Green Dividend, wie der Name schon sagt, einmal die Dividendenseite, aber natürlich auch der Nachhaltigkeitspart, der uns insbesondere sehr wichtig ist. Die Dividende haben wir so festgelegt, dass es im Fonds mindestens 3% Dividendenrendite gezahlt werden muss für die Titel. 30 bis 40 Stück versuchen wir im Portfolio drin zu haben und im Schnitt haben wir aktuell ca. 4% Dividendenrendite mit Tendenz steigend. Herr Grote, es geht dabei natürlich um die richtige, um die passende Titelselektion. Wie sind Sie da aktuell positioniert? Was ist für Ihr Haus im Marktumfeld, das wir gerade sehen, was ja doch sehr turbulent ist, das entscheidende Kriterium? Also grundsätzlich sind wir natürlich erstmal als jemand, der sich mit Dividendentiteln beschäftigt, sehr stark defensiv ausgerichtet. Und dabei bleiben wir natürlich auch im jetzigen Umfeld. Wir schauen aber noch genauer hin, was Themen angeht, wie Dividendenkontinuität zum Beispiel. Ja, wie lässt sich auf der Sicht von mehreren Jahren prognostizieren, ob Unternehmen in der Lage sind, Dividenden zu zahlen, ob sie ihre Payout-Ratio entsprechend stabil halten können. Das gewinnt natürlich im jetzigen Marktumfeld immer größere Bedeutung. Gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig zu gucken, in Zeiten, ja, wo viele Herausforderungen weltweit sind, dass tatsächlich auch das Thema Korrelation auch gewahrt wird. Ja, also wir versuchen halt in Branchen zu investieren, die relativ niedrig miteinander korrelieren. In Branchen, wo die Unternehmen gezeigt haben, auch in den letzten Jahrzehnten, dass sie immer wieder stabile Cashflows an ihre Aktionäre auszahlen. Und das ist ja eine Strategie, die viele auch ins Herz geschlossen haben. Und wir haben eben jetzt hier ein Schnellboot, eine Innovation gegenüber den großen Popstar-Fonds, mit dem man jetzt hier sozusagen bei Hansa Invest auch mal den Kunden überraschen kann. Finden wir sehr schön. Und überraschen tun eben auch, das muss ich auch noch dazu sagen, wir haben 4 Ausschüttungen mit reingenommen, auch ein bisschen anders zu sein als andere Kinder, die einmal im Jahr ausschütten. Also hier passiert 4-mal im Jahr was auf den Konten der Kunden und das soll eben auch den Boutiquencharakter natürlich ein bisschen mehren. Und dabei spielt Nachhaltigkeit natürlich auch immer eine entscheidende Rolle. Nicht nur hier auf dem Fondskongress, sondern zunehmend auch in den Produkten. Bei Ihnen ist ja der Name oder die Bezeichnung Green auch mit dabei, deutet ja darauf hin. Nehmen Sie uns doch einfach mal mit in den Maschinenraum des Fonds, Herr Fieten. Welche Aspekte sind für Sie hier besonders wichtig, besonders hervorhebenswert? Genau, neben der planbaren Dividende, die der Kollege auch schon angesprochen hatte, die quartalsweise ausgeschüttet wird, ist für uns das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Wie Sie auch schon erwähnt hatten, steckt es mit im Namen drin. Wir gehen hin und wählen ganz klar Aktien aus, die ein gewisses Screening bei uns standhalten. Da schauen wir also nach gewissen Ausschlusskriterien, dass nicht in Tabak investiert wird, nicht in Waffen, nicht in Fracking und ähnliches. Genauso ist es auch im Zweifel bei Anleihen, auch wenn es jetzt hierbei nicht vorkommt, gucken wir auch da, dass Staatsanleihen natürlich nicht gewisse Kontroversen irgendwie involviert sind, sondern haben genau diese gewissen Vorgaben. Das Ganze prüfen wir auch monatlich, indem wir ein Reporting aufgestellt haben, wo wir dann wirklich jedes Mal eine Meldung bekommen, wenn jetzt ein Titel da rausfallen würde, weil es jetzt heißt, okay, der Titel investiert jetzt doch mehr in Tabak oder ähnliches,
sodass dann unsere Portfolio-Manager hingehen können und regeln können und sagen, okay, was machen wir jetzt? Müssen wir Titel rausnehmen? Was haben wir für Alternativen? Müssen wir Rebuildings vornehmen? Und das ist halt für uns in dem Fonds sehr wichtig, um halt wirklich auch dieses Ethische und Nachhaltige in dem Fonds ja, zu inkludieren. Genau. Herr Grote, nehmen Sie uns abschließend mit in die Praxis der Vermögensberatung, denn es geht ja auch darum, wie man den Fonds in der Tat in ein Portfolio integriert. Für welche Beratungssituation ist denn der Fonds besonders interessant? Klassisch natürlich, hat es schon mal gesagt, das Thema mehrfache Ausschüttung ist natürlich immer spannend, auch für das Thema Ruhestandsplanung in der Financial Planning. Es gibt Berater, die ganz dezidiert immer wieder sagen, Mensch, ich rechne dem Kunden vor, was kriegt er jeden Monat an Ausschüttung, um seine Renten entsprechend auch abzufedern. Es gibt natürlich auch klassische Anleger, zum Beispiel kleinere Stiftungen auch, die natürlich auch immer danach suchen, ordentliche Erträge zu bekommen. Da sind Dividenden natürlich ein wunderbares Mittel, um eben Stiftungszwecke auch nach vorne zu bringen. Und grundsätzlich sind Dividendenfonds natürlich seit jeher auch Basisinvestment für jede Kundengruppe. Und ja, hier haben wir halt wirklich eine schöne Kombination aus Nachhaltigkeit in einem vernünftigen Verhältnis zu Langlebigkeit, zu globalem Ansatz. Und das Ganze von einem Anbieter, der halt neu ist. Man muss dazu sagen, dass die FICO nicht ganz neu ist, ist schon seit 30 Jahren auf dem Markt. Aber eben, wir zeigen uns nach 30 Jahren jetzt einfach ein bisschen mehr im Licht der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich toll, hier auf der Messe das hier am Stand machen zu können. Herr Grote, Herr Fieden, ich danke Ihnen ganz herzlich. Viel Erfolg mit dem Fonds und natürlich hier auch auf dem Fondskongress. Vielen Dank.